Ich habe bisher in jedem Vokabeltest, den ich in der Oberstufe geschrieben habe, eine 1 bekommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich das Ganze geschafft habe, weil ich mir sehr sicher bin, dass alle von euch das ebenfalls schaffen können. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es mal um Vokabellernen. Denn seien wir mal ehrlich, wir alle müssen in der Schule Vokabeltests schreiben. Ich weiß, dass das Ganze in der Oberstufe ein bisschen abnimmt und man das eher in der Unter- und Mittelstufe macht. Aber Vokabeln sind ja nicht nur da für Vokabeltests. Man braucht ja eigentlich für viele andere Fächer auch ebenfalls Fachbegriffe, die man auswendig lernen sollte. Und deswegen werde ich heute mal genau zeigen, wie ich das Ganze immer mache. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Und jetzt mal viel Spaß beim heutigen Video. Ich mache das Ganze eigentlich immer mit Quizlet und ich freue mich mega, weil das heutige Video sogar von Quizlet gesponsert ist. Also vielen Dank an der Stelle, weil das wirklich eine App ist, mit der ich seit Jahren immer lerne und sie mich noch nie enttäuscht hat. Ich werde euch jetzt mal Step by Step durch meinen Prozess begleiten und erklären, wie ich meine Vokabeln lerne, damit ihr das alles auch genauso befolgen könnt. Als allererstes müsst ihr euch die Quizlet-App runterladen. Das kann man auf das Handy machen oder auch auf das iPad machen. Oder falls ihr das nicht wollt, gibt es auch die Webseite auf dem Laptop. Ich persönlich lerne auch mit allen verschiedenen Geräten immer, weil ich es sehr gerne mag, flexibel zu sein. Das heißt also, ich lerne mich unterwegs, wie mal auf meinem Handy, in der Schule eher auf meinem Laptop oder zu Hause mal auf meinem iPad. Macht es einfach, wie es für euch am besten ist und natürlich euch dort einen kostenlosen Account. Und dann fange ich immer an, ein Set zu erstellen für alle meine Vokabeln. Das heißt also, ich habe hier meine Liste mit den ganzen Vokabeln und gebe dann wirklich jede einzelne Vokabel in dieses Set ein. Ein kleiner Fun Fact zwischendurch. Ich mache es meistens so, wenn ich für Spanisch Vokabeln lerne, dass ich die Übersetzungen nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch mache, weil ich das Gefühl habe, dass Vokabeln auf Spanisch und Englisch relativ ähnlich sind und dass ich irgendwie meinen Kopf die Dinge einfacher merken kann, weil ich dann gleich schon in diesem Fremdsprachenmodus bin. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, falls ihr dann im Test wirklich die Vokabeln auf Deutsch ausschreiben müsst, würde ich dann vielleicht eher nicht empfehlen, aber falls ihr nur Vokabeln für euch persönlich lernt, ist das ein sehr guter Tipp meiner Meinung nach. Falls ihr der Meinung seid, dass es dieses Set vielleicht schon gibt vorher, könnt ihr auch mal nach diesem Vokabelset suchen. Denn bei Quizlet kann man auch vorgefertigte Sets suchen, die Leute schon vor dir erstellt haben, sodass du nicht mehr den ganzen Aufwand hast, alle Vokabeln selbst einzutragen. Das geht vor allem gut, wenn ihr andere Themen lernt. Ich mache das immer sehr gerne bei Bio. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Bio das Thema habe, wie funktioniert eine DNA-Replikation, gebe ich einfach bei Quizlet oben ein, DNA-Replikation, und mir werden einige Sets dazu angezeigt. Dann fange ich immer so an, dass ich alle Vokabeln mit der Lernen-Funktion lerne. Dann bekommst du erstmal alle Vokabeln zu Gesicht und kannst erstmal alle durchgehen, dass du jedes einzelne Wort gesehen hast und das auch wirklich verstehst. Das ist auch schon alles, was ich am ersten bzw. am zweiten Tag mache beim Lernen. Außer jetzt, der Test kommt sehr spontan, dann muss ich natürlich ein bisschen das Tempo anziehen. Aber ich mag sehr gerne Spaced Repetition, das heißt also, man wiederholt den Stoff in effektiven Intervallen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht so gut ist, wenn du wirklich versuchst, in einem Tag alles komplett zu lernen und 100 Mal durchzugehen. Lieber Spaced Repetition, ein bisschen Pause machen, damit sich das Ganze festigen kann und dann das Set nochmal wiederholen, wenn sich die Lernkurve abschwächt. Und das ist auch schon der dritte Schritt bei meinem Lernprozess. Und zwar der Teil kann immer wieder zu wiederholen. Das mache ich sehr gerne zwischendurch, mal in der S-Bahn, mal in der Pause, mal wenn ich morgens aufwache, mal bevor ich kurz abends einschlafe, einfach wenn ich Zeit habe dafür. Dann der vierte Schritt ist optional, ich liebe ihn aber. Und zwar ist das, meinen Freunden das Set zu schicken und diese herauszufordern. Es gibt nämlich bei Quizlet verschiedene Features, die man machen kann. Und mein Lieblingsfeature ist das Zuordnen-Feature, wo man die Karteikarten eben matchen muss. Das heißt, du hast zum einen das Fremdwort und zum anderen die Definition dafür und musst dann wie Memory die Karten miteinander zuordnen. Und wenn du alle zugeordnet hast, kriegst du am Ende eine Zeit. Und diese Zeit wird von dir genommen und auch von deinen ganzen Freunden genommen. Und dann könnt ihr gucken, wer schneller war. Es wird immer so angezeigt, wer der Erste ist und so. Und ich habe da immer sehr ein kompetitives Gefühl dabei und möchte immer sehr gut da drin sein. Weil ich finde, es gibt auch einen sehr schönen Lernanreiz und macht einfach das Lernen viel einfacher und viel spaßiger vor allem. Ich finde es auch einfach sehr toll, wenn man mit seinen Freunden immer die Sets teilt, weil es natürlich einfach auch kollektiv den Lernaufwand reduziert. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, diese Woche schicke ich mal ein Set rein, nächste Woche schickst du das Set rein, könnt ihr euren Aufwand auf jeden Fall reduzieren und jeder macht mal ein bisschen Arbeit, aber alle können dann mit dem Set lernen. Und auch Lehrer können ganze Sets erstellen. Das hat zum Beispiel mal eine Französischlehrerin bei uns gemacht, dass sie wirklich für den Kurs einfach immer vor Vokabeltest dieses Sets erstellt hat. Finde ich total
ehrenhaft, muss ich wirklich mal sagen. Leider dann machen das meine Lehrer aktuell nicht. Dann ist man auch auf der sicheren Seite, dass man einfach weiß, was genau für Vokabeln rankommen. Dann könnt ihr auch mal euren Lehrer fragen, ob der das vielleicht auch für euch machen kann. Finde ich auf jeden Fall. Finde ich halt wirklich mega nett. Dann der fünfte Schritt ist, dass ich immer am Tag vor dem Test noch mindestens einen Probetest im Quizlet mache. Denn es gibt dort auch die Testfunktion. Das heißt, du kannst einfach mal so einen ganz klassischen Vokabeltest simulieren. Mein Spanischlehrer macht tatsächlich für uns auch teilweise in der Schule diese richtigen Quizlet-Tests. Das heißt, er nimmt aus der App einfach einen Test und natürlich ist es da perfekt, mit der Quizlet-App direkt vorher zu üben. Du kriegst dann verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel Multiple Choice oder auch zuordnen, die Übersetzung schreiben oder wahr oder falsch. Jetzt lerne ich ja nicht nur Spanisch in der Schule, sondern ich lerne auch noch Englisch und lerne auch noch zu Hause für mich selbst Koreanisch. Als ich angefangen habe, Koreanisch zu lernen, war für mich Quizlet wirklich ein großer Lebensretter, weil man dann auch verschiedene Sachen einfügen kann, wie zum Beispiel Bilder. Das fand ich immer sehr sinnvoll für mich, weil ich dann aus meinem Textbuch, was ich selbst hatte, die Bilder einfach dort einfügen konnte. Und wenn ich mich zum Beispiel Grammatikstrukturen abgefragt habe, konnte ich immer direkt auch die Erklärung dann einfach dort sehen. Auch sehr gerne mache ich das für biologische Begriffe. Zum Beispiel jetzt können wir auf mein schönes Beispiel Proteinbiosynthese zurück. Wenn du da zum Beispiel den Aufbau einer Zelle lernen möchtest, ergibt es halt total viel Sinn, wenn du auch gleich einfach ein Bild da drin hast in deinem Karteikartenset. Weil wie gesagt, Vokabeln müssen ja nicht nur Sprachen sein, sondern können auch irgendwelche anderen Fachbegriffe sein. Wie gesagt, ich mache das gerne für Biologie, aber auch für Fächer wie Politik, was mein Leistungskurs ist, kann man auch sehr oft einfach da Vokabeln lernen, zum Beispiel bilaterale Beziehungen oder so, keine Ahnung, irgendwelche vielleicht Wörter, die du noch nicht ganz kennst, die aber auch in Klausuren für dich relevant sein könnten. Das Ding ist ja auch, ich lerne mit Quizlet Spanisch, aber auch Bio und Koreanisch, aber auch Politik. Das heißt, es sind einfach sehr viele Lernbereiche, die ich aber alle in dieser App lernen kann, was halt wirklich krass ist, weil diese App gibt dir so ein richtiges Toolkit mit ganz vielen Features, mit ganz vielen Möglichkeiten, wie du ganz flexibel und individuell Dinge lernen kannst. Und du kannst das, wenn du dich einmal reingefuchst hast, das wirklich einfach zu deinem eigenen Nutzen gestalten und wirklich so verwenden, wie du es möchtest. Und diese App gibt dir einfach ganz viele Tools in die Hand und du kannst es dann so individualisieren, wie du es brauchst. Bevor ich es vergesse zu sagen, natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch für Quizlet. Und zwar ist die App ja kostenlos, aber es gibt auch eine Pro-Version, falls ihr noch mehr Features freischalten wollt. Und zwar habe ich da einen Code LaraQuizlet20. Ihr könnt aber auch auf den Link in der Infobox klicken und dann habt ihr schon den Code direkt eingegeben unten. Ein Grund, dass ich gute Noten Vokabeltests bekomme, ist, denke ich, aber auch, dass ich mich selbst wirklich nicht verarsche. Weil ich kenne das sehr gut, dass man vielleicht die Karteikarten durchgeht und dann überlegt man gar nicht, sondern dreht sie sofort um und denkt sich so, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber nee, Leute, wir hätten das nicht gesagt. Man darf sich dabei halt wirklich nicht selbst verarschen und muss real bleiben, ganz ehrlich an der Stelle. Deswegen versucht wirklich, falls ihr die Karteikartenfunktion benutzt, ist wirklich aktiv darüber nachzudenken, euer Gehirn anzuregen und dann erst die Karte umzudrehen. Und falls ihr wisst, dass ihr das nicht könnt und nicht diese Selbstbeherrschung habt, was ja auch erstmal okay und normal ist, könnt ihr auch die anderen Funktionen benutzen, wie zum Beispiel die Testfunktion. Dann hast du nicht die Möglichkeit, dich selbst da so ein bisschen zu veräppeln. Und was ich euch auch empfehlen würde, ist, falls ihr die Testfunktion macht, dass ihr da einstellt, dass ihr sofort das Ergebnis seht, nachdem ihr die Frage beantwortet habt. Weil bei Quizlet kann man so einstellen, dass man entweder die ganzen Ergebnisse am Ende sieht oder schon direkt nach der Beantwortung jeder Frage. Und ich finde es besser nach jeder Frage, weil du dann sofort weißt, was du hättest besser machen können. Ja, das waren jetzt meine Go-To-Tipps, wie ich immer gute Noten im Vokabeltest bekomme und wie ich das vor allem mit Quizlet mache. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Idee fandet und wie ihr Quizlet findet, falls ihr die App auch schon habt. Wenn nicht, ladet sie euch gerne runter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann! Tschüss!